Jetzt bleibt nur noch der da drüben. Ja, genau, Klubsch. Ja. Er ist halt wirklich übel, weil er immer spucken muss. Wir müssen nur einen toten Winkel finden, in dem er uns nicht so viel treffen kann. Weil das Gemeine ist auch, wie sie sich einfach mal so um 180 Grad drehen können, wie so Superschildkröten. So. Und er ist weg, Gott sei Dank. Oh, und mit ihm hört auch das Feuer auf. Cool. Ist mir bis jetzt so noch nie richtig aufgefallen. Feuerdrackenstein. So, hier vorsichtig rumgehen. Hier liegt ein Falkenring. Das ist ein Fernkampfring. Sehr schön. Vorsicht vor Feuerskelett. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, da unten ist der Tod. Deswegen probiere ich das gar nicht erst aus. Ich öffne hier die Truhe. So, ein Flammquarzring plus 1. Genau dann, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Merkt ihr die Ironie, die die Entwickler an den Tag legen hier? Wie sehr sie es lieben, jemanden zu quälen? Wenigstens haben wir diesen Teil hinter uns. Können wieder hoch zum Leuchtfeuer. Können wieder unser Schild wechseln. Fürs Erste. Oh, du bist ja noch hier. Oh, hast du mich gerade ein bisschen erschreckt. So, einmal in Speedboat hier hoch. Und nun geht es in die schwarze Schlucht. Mal sehen, wie gut wir das hier noch hinkriegen in der Zeit. So, hier unten sehen wir nämlich... Ich mach mal kurz Licht, da sieht man es auch besser. So. Man hat schon mal Schriftzüge gesehen, weil hier unten ist ein Weg lang, den wir vorher bis jetzt immer ignoriert haben. Und diesen Weg nehmen wir jetzt. So, hier ist wieder eine verschlossene Türe. Hilfe. Schreck mich nicht so da oben. Ja, und Schlüssel voraus. Genau, das ist die dritte verschlossene Türe dieser Art. Und wir holen uns jetzt endlich mal den Schlüssel dafür. Nämlich müssen wir dazu ganz vorsichtig runter hier. So, und ab hier wird's lustig. Da kommen sie nämlich schon. Das sind Riesen. Aber die üblere Sorte. Genau, die üble Sorte. Und bei dem machen wir mit unserem Bogen fast keinen Schaden. Ah, wir müssen dringend aufpassen hier.
Und ja, ich bekämpfe sie jetzt im Dunkeln. Au. Es sind nur die zwei. Das ist der Vorteil. Im Gegensatz zu den... Au. Stein. Salamandern. Feuersalamandern. Gibt es nur die beiden. So. Lassen wir ihn ein bisschen wüten. Und dann zieht er sich auch ganz langsam in die Haupthöhle zurück. Also ja, den ersten müssen wir leider so bekämpfen. Der zweite klappt dann hoffentlich besser. Okay. Safe Point, Safe Spot besser gesagt. Weil sie kommen nicht aus der Höhle raus. Nein. Ich will dich, du bist angeschlagen. Ja, komm, 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 komm. Wow. So. Du bist fast tot und jetzt töten wir dich. Gut. Jetzt müssen wir noch den anderen töten. So, bei dem heißt es einfach immer hinter ihm bleiben. Dann passiert uns auch so gut wie nichts. Und den am besten nur einzeln vorsichtig pieksen. Genau, wir sind hier nämlich in seinem toten Winkel. So. Genau, wir kriegen den vergessenen Schlüssel und die Riesenseele. Also die Seele der beiden Riesen. Und jetzt kann ich ja wieder Licht machen. So. Hier sind wir reingekommen. Und hier kommen wir wieder nach oben. Das ist gut. Ich will aber noch nicht nach oben, weil hier ist eine Truhe. So, Ring der Riesen plus 1 und ein fossiler Drachenknochen. Ring der Riesen, den haben wir, glaube ich, schon. Ich kann mal kurz gucken. Steinring. Also ja, wir haben jetzt den Feuerquarzring doppelt. Ascheknöchelring. Ich könnte schwören, wir hätten den. Ja, Ring der Riesen, der erhöht die Balance. Genau. Den hatten wir bereits. So, jetzt heißt es hier rüber hüpfen. Vorsichtig sein. Den Silbertalisman aufsammeln. Und jetzt können wir wieder nach oben. Bitte. So. Genau, jetzt sind wir hier oben nämlich. So, müssen durch das Feld mal kurz rasen. Kurz rasten. Fackel anzünden, weil jetzt können wir die Tür öffnen. Kann ich euch mal kurz zeigen, den Schlüssel. Wo ist er denn?
Vergessener Schlüssel. Ins Loch geworfener Schlüssel. Im Loch gefundener Schlüssel. Fein gefertigt von unbekannter Herkunft. Ins Loch von Majora wurde schon so manch Scheußliches geworfen. Und so hat sich mittlerweile allerlei Schmutz und Unrat angesammelt. Ja. Das ist ja hauptsächlich alles beim Rotten gelandet. So, der kann uns da oben gestohlen bleiben. Ich mache hier auf. Mit dem Schlüssel. Und hier hinter ist, tada, erst einmal wieder so ein komischer Altar und Mr. Rollstuhl. Young undead, don't let this curse weigh upon you. We meet a second time. Perhaps you will yet traverse the dark. Ja. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. Mhm. May we meet again. Somewhere. Sometime. May. Also er sagt es, wir werden ihn noch einmal wieder treffen. Also noch ein drittes Mal. Und dann werden wir ja sehen, was er uns zu sagen hat. Gut. Wir können jetzt erst einmal wieder zurück nach Majula. Die Black Gulch hinter uns lassen. So. Und das Letzte, was ich noch schnell machen möchte, bevor ich wieder einen Cut machen muss, ist hier die Tür öffnen. Die im Black Gulch haben wir jetzt geöffnet. Bleibt nur noch die hier unten. Und die im Gatter. Wobei wir den Gatter dann in der nächsten Aufnahmesession schnell machen werden. Genau, vergessener Schlüssel benutzt. Und hier hinter sind drei Truhen. Oh, und eine Leiche. Jo, der Seelenstrudel. Die Drachenklaue, genau. Die Drachenklaue müsste... führt euch in ein unbekanntes, fernes Land. Eine stark abgenutzte Drachenklaue. Der Legende nach liegt in den tiefsten Tiefen der schwarzen Schlucht. Hinter verschlossener Tür eine prächtige, für einen schlafenden Großdrachen errichtete Stadt. Diese Klaue verströmt trotz ihres hohen Alters noch große Vitalität. Ja, das ist der zweite DLC-Schlüssel. Hexenbaumzweig, Hexenblaum, Glockenrebe. Und zu guter Letzt der große Blitzspeer. Das wäre wieder was für Ivy. Ivy. Aber ja, ansonsten sind wir jetzt durch. Naja, die Tür im Gatter noch. Und dann können wir noch mit dem dem Zedora-Schlüssel, den wir beim Herzog gefunden haben, können wir noch die eine Tür öffnen in der Kirche unten. Wo ich gesagt habe, die ist verschlossen. Das sind die beiden Sachen, die wir noch machen können. Und dann geht es wirklich nur noch zum Schloss Dragon Lake. Und in Richtung König Wendrick. Ja. You've been long. Well. Gut, kaufen wir hier noch eine Scherbe. Können wir unseren Schild weiter verbessern. So, und große Titanitscherben haben wir auch noch. Können wir ihn weiter verbessern. Naja. Das sollten wir mit den Seen vielleicht auch mal machen bei Macduff. Die Sachen hoch verbessern. Weil jetzt ist der Schild definitiv um einiges besser als unser aktueller. Guck mal, es ist jetzt fast alles blau, bis auf Blitz, was wir nicht toppen werden können.
Magie, da kommen wir vielleicht gerade so ran. Und ich glaube mal, Finsternis werden wir auch demnächst noch überschreiten. Wenn wir auf plus 6 ist. Ja. Nehmen wir ihn wieder an. Er sieht auch schicker aus, finde ich. Auch wenn der andere sehr stylisch als Römerschild passt hat. So, dann mache ich mal einen Cut. Also, bis gleich.